Und ich kann Kohlebrennofen herstellen. Geile Scheiße. So, ich bin jetzt so scheiß Radler los. Ich habe noch einen Pickup liegen. Mega nice. So. Und ich würde jetzt gerne irgendwas verbessern. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst hier im Ozean fischen, allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Ich habe eine Zwischensequenz. Ich habe eine Zwischensequenz. Irgend so ein Vieh ist gerade vor mir weggerannt. Ich hab dich nicht. Ja, auch nicht. Wollt ihr ben kurz mal. Wieder? Wollt ihr kurz mal zum mit mir mitkommen? Ich glaube nicht, dass wir die dann automatisch kriegen, oder? Nee, aber ihr wisst dann, wo ich hingehe, nicht, dass ich dann wieder irgendwas, ne? Ach Quatsch, Sachen, die du jetzt erlebst, die darfst du ja erzählen. Also ja. Ich glaube jetzt gerade, naja, ich hab's ja schon mal gespielt, ich weiß ja, wo ich hin muss. Deswegen wollte ich übrigens gerade eine Batterie geschenkt bekommen von Pam. Du kannst doch mal deine seit wann hat denn Ben die Mütze auf? Halt, stopp, Polizei! Lernen Sie Ihre Taschen aus. Ich suche illegale Gegenstände. Ja, nee. Lernen Sie Ihre Taschen aus. Ausziehen. Auf den Boden. Hände in den Rücken. So, machen wir jetzt Qualitätsdünger, weil anderen Dünger sehe ich hier gerade nicht mehr. Aber wir können ja welchen bauen, wenn wir noch. Wir können auch normalen Dünger machen. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Qualitätsdünger wäre cool für Sachen, die sich wieder regenerieren, oder? Benny. Ach nee, ja. Du hast ja die Zwischensequenz nie gehabt. Also ja gut, das mache ich alleine. Wo bist du jetzt hin? Ja, ich hatte gerade eine Zwischensequenz mit einem schwarzen Vieh. Habe ich inzwischen verstanden. Nach rechts? Ich bin nach rechts. Bin ich ja komplett falsch gelaufen. Ich kann es ja zusammenreihen. Ich lasse dich auch vorgehen. Ich bin hier ganz normal Richtung Bus gelaufen. Hier warte ich jetzt. Wir kriegen die Zwischensequenz ja auch noch. Vielleicht. Ja, dann aber ich habe das schwarze Vieh auch, aber du stehst mittendrin. Warte, ich komme auch. Oh ja, schwarzes Vieh. So, und das lassen wir jetzt einen Benny machen. Das ist ja eigentlich ganz leicht. Ich muss hinterher laufen, lass mich raten. Ja. Deswegen gehe ich erstmal hier hin und hol die Winterwurzel. Da rechts oben ist noch was, wenn du eh gerade das Ding hast. Ja. Ich warte auf euch. Winterwurzel. Ja, lass ihn vorlaufen. Der muss ja hier, ne? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Also bitte, ich habe gleiches Recht, was zu sehen. Stopp. Ja. Wieso? Würdest du zum Gemeinzentrum gehen? Alles okay. Moment mal, hier ist ja Spuren, ja. Okay. Ja, Schneespuren. Und klar. Aber das gab's bei mir damals nicht. Im Winter nicht? Nee. Das Event gab's nicht. Man muss hier irgendwie. Ah. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Schattentyp. Huch, du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht wie anders. Oh. Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen halten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Das gab's nämlich trotzdem nicht. Kannst du das erklären, oder? Nein. Die finden, ja. Ist egal. Mir wird's Benny sie nie entdecken, weil Benny nie in die Mine geht. Ja, dann geht ihr doch in die Mine und findet die, ist doch okay. Ich kann's ja noch finden. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr an diese Sequenz. Morgen hat Linus Geburtstag übrigens. Ich wusste gar nicht, dass Demenz schon so fortschreitend ist bei jungen Leuten. Entschuldigung, ich habe dieses Spiel vor 2 Jahren gespielt. Das ist keine Ausrede. Als ob ich da jeden kleinen Pups noch weiß. Ja. Ich gehe erstmal ein Geschenk vorbeibringen. Ja, hier, Abigail. Hey, wo wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Was kann ich eigentlich Bier bei dir jetzt kaufen im Winter? Grasbündel. Geil. Darf ich mir einen Blumenstrauß kaufen? Ja, klar. Wir haben genug Geld. Kauf, was immer du kaufen willst. Hätten dir sogar geschenkt, Lumi. Was? 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 Fußspuren? Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Warum ist Mani jetzt in Pierre's gegangen? Ich dachte, bei der kann ich heute Hühnchen kaufen. Kann ich bei dir kein Hühnchen kaufen? Ich würde gerne irgendwie meine Axt oder meine Spitzhacke oder mach doch. Meine Spitzhacke nicht, aber meine Axt würde ich gerne verbessern. Hau Sinn. Okay. Na, Benny, willst du wissen, wo Abigail gerade rumlatscht? Ich habe ja gerade schon mein Geschenk für heute gegeben. Achso. Von daher, nö. Ich finde Haley nicht. Ich bin ja kein Kontrollfreak. Die ist links unten im Haus normalerweise.
Ja, war so nie. Ich hab grad geguckt. Der Ben ist ein sehr guter Partner, ne? Der sucht einen, um einem Geschenk zu geben und dann geht er wieder. Ich will nur sein Zeug loswerden. So einen Freund hätte ich auch gerne. Man könnte das auch anders umschreiben, so, also Geschenke und Zeug loswerden, das könnte man auch anders interpretieren. Er möchte sein ganzes Geld nur für die eine Person ausgeben. Man muss es ja nie als Geld interpretieren. Geld, 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 Geld. Alles dreht sich um Geld. Was bist denn du hier für ein Fisch? Für ein Winterfisch? Du zappelst so viel. Schrecklich. Ist vielleicht der Oktopus. Nee, Tigerforelle. Oktopus gibt's nur im See. Ich habe einen Aquamarin gefunden. Ein Tintenfisch. Der Tintenfisch gibt's trotzdem nur im See. Im Meer. Achso, du bist nicht im Meer, okay. Ich dachte nämlich gerade, es ist doch mehr. So, warte mal, ich habe jetzt hier... Wir wollen mehr! Spitzhacke. Ich hätte gern mal die bessere Boxt. Düp, düp, düp. Ich bin ja auch die Einzige, die hier regelmäßig Harz erntet, ne? So. Stimmt gar nicht. Denkst du, warum wir 400 Harz haben? Na gut, okay. Stimmt, ihr wart ja ordentlich Harzen. Ich bin der Beste im Harzen. Ich hab einen Krokus gefunden. Oh, ich hab schon wieder ein Buch gefunden. Ja, dass man so weit laufen kann und es immer die gleichen Schrittgeräusche von sich gibt, ist ein bisschen lustig. Ich hab schon wieder vergessen, Sachen mitzunehmen. Oh, ich hab die Schneesüßkartoffel gefunden. Achso, die hattest du vorhin schon gesucht, ne? Ich hab sie schon. Ich hab auch schon abgegeben. Kann man daraus auch Samen machen? Hm? Kann man aus der Schneesüßkartoffel auch Samen machen? Oder sind die nur sammelbar? Ja, wenn man das Rezept hat. Ich hab's nämlich leider nicht. Geht das nicht im Samenmaker? Nee, ich glaube bei denen nicht, weil du da irgendwie so viel Stück kombinieren musst, oder? Ach, du meinst, das ist diese Wildsaat? Ja. Kannst du mal probieren. Nee, geht nicht. Ich muss hier ein bisschen den Gegnern ausweichen, Schleim. Oh Gott, hier geht's ja auch durch. Wäre ich angesprungen von dem Schleim. Schlecht. Machst du denn jetzt bis jetzt in die Mine? Oh, TJ. Hallihallo TJ, schön, dass du wieder da bist. Nee, ich war bei dem Bereich, wo man das Hartholz kriegt. Ach so, das hat mich und da auch gewundert, dass da du freiwillig auch in die Mine gehst. Als ob ich nie in die Mine gehen würde, ja. Jetzt ich Winter, jetzt eine gute Gelegenheit. Ich hab jetzt Polizei im Hut. Ich hab Polizei. Du bist Polizei. Ich bin Polizei, ich schick die alle in die Ecke, Mann. So ist Mann. Ja, verdammt, ist wieder zu spät, ne? 17 Uhr ist Mann nicht mehr da zum Kaufen. Nee. Habe ich wieder nicht hingekriegt. Die muss man irgendwie ganz früh machen. Spaß mit der Katze. Spaß mit der Katze. Spaß mit der Katze. Holzzaun? Nee, das suche ich nicht. Ja. Teleport totem Berge, Teleport totem Strand. Ich brauche Koralle, Fasern und Hartholz. Okay. Das Totem ist von meinem Arsch. Ich will mich morgen früh hin teleportieren, damit ich den Oktopus fangen kann. Mach das. Bitte zwei, ich brauche auch einen. Wir wahrscheinlich drei oder vier sammeln müssen, weil wir müssen den auch, glaube ich, abgeben. Also den kann man, glaube ich, auch abgeben als Spezialfisch. Ja, das kann sein. Ja, ich kann zu Heli rein. Bläh. Oh, das mag ich am liebsten. Was mag denn eigentlich noch gleich der Vincent? Der Trainer. Der Emo. Irgendjemand von euch hatte mir das gesagt. Alles, was dunkel ist, glaube ich. Die habe ich extra in den Erzkiste getan. Jawohl. Dann mache ich jetzt mal eine Verschenkung. War das nicht Sebastian? Das kann sein. Ja, Sebastian ist der Emo. Sebastian klingt viel cooler. Stardew hat dich viele Stunden gekostet, sprich, du hast es schon durchgespielt. Ich spiele nämlich mit zwei Experten, die es schon weit gespielt haben. Ich glaube sogar durchgespielt. Kommt eigentlich das, warte. Ich habe es nur als erstes Jahr gespielt. Links unten hellgrüne Truhe. Oder? Wir haben aber noch, glaube ich, noch keinen drin liegen bisher, soweit ich weiß. Ich möchte was schenken. Und ich möchte mit dir reden.
Hi, hast du jetzt nichts gehabt, dass Leute dich dauernd was über deinen Hof fragen? Mich würde es jedenfalls nerven. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Ach, Shane wohnt bei der. Das habe ich auch gerade vorgelesen. Okay. Dann halt nicht. Also er hat die Atmosphäre genossen. Warte, ja, das ist auch das, so wie ich spielen will, so ungefähr. Das ist auch ungefähr so, wie ich spielen will. Die anderen beiden haben versucht, ein bisschen zu minmaxen. Also hatten schon, sagen wir mal, Diskussionen. Hi, schön dich wieder zu sehen. Was sozusagen, was hier sinnvoll ist. Was ein Dialog, du kriegst jetzt Marmelade. Danke, ich mag das wirklich. Was mögen die Kinder eigentlich? Keine Ahnung, süße Sachen. Mama lässt mich heute nichts mehr Süßes essen. Ich tippe auf Süßes. Zu Brombeergelee. Igitt, was ist das? Okay, mag er nicht. Brombeer ist ja auch sauer, Brombeergelee. Brombeergelee ist sauer? Ist das nicht so süß? Du hast noch nie Brombeermarmelade gegessen? Boah, nicht, dass ich bewusst mich dran erinnern würde. Schmeckt super lecker, wenn man saure Sachen mag. Bin eh nicht so der Marmeladentyp. Schweinerei. Weil ich könnte mal wieder so ein Erdnussbutter. Ich hab noch Erdnussbutter. Sandwich essen. It's Peanut Butter Jelly Time. Okay, das finde ich ekelhaft, weil Erdnussbutter an sich ist schon süß. Dann noch was Süßes drauf zu packen, ist einfach nur. Ja. Ich find's geil. Nee. Nee. Geht gar nicht. Zumal Erdnussbutter für mich auch sowas komisch, ein Mix aus so einem herzhaft und so einer Süße hat. Da will ich nicht noch wirklich was Süßes drauf machen. Lass mal im Schnee hier noch ein bisschen. Aufwärmung, bevor ich eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Was haben wir denn hier noch da? Du kriegst eingelegten Mais. Wie weit hast du denn gespielt, TJ? Das sieht großartig aus, vielen Dank. Also, du hast ja das nicht durchgespielt dann wahrscheinlich. Ich gar nicht so geil, Ochi. Ich mag irgendwie keine Süßspeisen mit Zitrone. Bestes Ding, Zitronenquark. Naja. Selbstgemacht. Ist wichtig. Wie machst du den? Mit Zitronenschalen, ausgepressten Zitronen und Quark. Ohne Zucker? Ich glaube bei uns. Scheiße, ich habe mich gemütet. War noch ein bisschen Zucker drin, ja. Ich glaube Vanillepulver, Vanillezucker tatsächlich. Ich habe da irgendwann ein Rezept gehabt. Und es war auch ein Joghurt-Quark-Mix, also es war nicht nur Quark. Macht's nicht ganz so schwer. Wir brauchen tatsächlich eine gefrorene Geode, noch einen violetten Pilz. Wir brauchen so viel. Fehlt mir alles noch, ist erst der zweite Tag. Für mich ist das übrigens der letzte man, Tag für Stream, ne? Ja, ist mir schon klar. Habt ihr mir zugehört? Unabhängig vom. Ja. Ich wollte es nur wissen. Ein Okay hätte gereicht. Ich habe gerade geredet. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Lumi anflaumen. Ach so, ich dachte, du wolltest mich anflaumen, weil ich gesagt habe, das ist jetzt mein letzter Tag für Stream-Gedöns heute. Wäre nicht eigentlich von der Zeit her, wenn du um 10 aufhörst, noch einer drin? Ich bin aber echt schon müde. Und ich hätte bis um 9 aufgehört. Ja, gut. Ich muss noch essen. Ich muss eh noch aufräumen, damit ich rechtzeitig für Dota wieder fertig bin. Du musst deine technischen Schwierigkeiten noch flicken. Du musst aufräumen, wenn du streamen willst? Ich muss heute noch aufräumen, weil ich am Wochenende nicht dazu kommen werde. Und ich werde nicht mit meinem Dota-Stream anfangen, wenn bei mir alles aussieht wie Kraut und Rüben. Es wird spät. Ja keiner. Es wird spät. Ich sehe es, das reicht. Mir sieht schlimm aus. Ich gehe jetzt ins Bett. Also, in Game. Geh doch ins Bett. Ach, das habe ich immer noch nicht geschafft, heute die Hühnchen zu kaufen, verdammt. Ja, mein Gott, mach's das nächstes Mal. Meine schönen Hühnchen. Also, vielleicht. Nicht meine Schuld. Doch, du bist immer schuld. Wenn keiner bei mir im Chat schreibt, bist du schuld. Ganz einfach. Hä? Was hat denn das jetzt mit den Hühnchen zu tun? Es geht nur darum, dass ich irgendjemand die Schuld abwälzen kann. Wenn jemand einen Chat schreiben würde, würde ich sagen, der Chat würde mich ablenken. Aber da schreiben so wenige, das kann ich nicht so richtig sagen. Also bei dem Spiel ist es echt keine Schande, wenn der Chat einen in Anführungsstrichen ablenkt. Also so viel zum Ablenken gibt es hier gar nicht. So, dadurch werde ich jetzt mal mein Inventar frei. Willst du irgendwann schlafen? Nein, ich will nicht schlafen, weil wenn ich schlafen gehe, ist der Tag und der Stream vorbei. Du kannst ja weiter streamen, machst direkt Dota an. Oh, und keiner von uns hat sich jetzt mal angeguckt, was hier hinter der Brücke ist, gell? Mhm. Ja, ich will es auch. Gut. Ja, schon ins Bett. Ich bin im Bett. Wir haben nur gesagt, es schreiben sehr wenige, TJ. Wir haben nicht gesagt, es schreibt gar niemand. Ich habe nur gesagt, es schreibt sehr wenige. Man kann deswegen diesen Schuld nicht auf den Chat schieben. So, dann, Benni, du kannst dich ermüden, um dich zu verabschieden.